Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, normaler Sonnenaufgang vom zweiten Juni 2022, naja, spannend, ja. Ich meine, ich weiß selber noch nicht genau, wie ich diese Informationen verarbeiten soll, weil ich habe das jetzt gerade heute in der Früh ausgerechnet und bei mir muss ich das auch erst setzen. Ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze jetzt in mein tägliches Leben integrieren soll. Immerhin sind wir Maria Theresia, glaube ich, sehr nahe mit 1739. Na, Scherz beiseite. Ja, ich weiß es nicht. Für mich ist es halt eine interessante Zusatzinformation. Wir müssen immer bedenken, die 12 und 3, ja, der 12. Tag des dritten Monats bezieht sich auf unser Sonnensystem. Das hier, diese Zahl, ja, egal welche Zahl das jetzt ist, diese Zahl ist mit Bezug auf den Kosmos, ja, nämlich auf den siderischen Kreis. Das eine ist halt Sonnensystem und das andere ist halt das Weltall. Und wir befinden uns halt hier im Fischezeitalter. Das ist halt die kosmische Zeit. Oder wie Commander Jean-Luc Picard, Sternzeit, oder ist das schon unter Captain Kirk oder was auch immer, ja, hatten wir die Sternzeit. Aber ganz egal, was uns jetzt das Datum zeigt, entscheidend ist ja die Astrologie. Die Astrologie zeigt uns sozusagen die energetischen Zusammenhänge und die sind losgelöst von irgendeinem Rechensystem. Aber dieses Rechensystem rächt sich halt, wenn man es falsch berechnet, und bitte auch bedenken, dass die gesamte Astrologie auf Zahlen basiert. Ja? Das ist alles auf Mathematik, und ich habe auch hier gestern ein sehr schönes Foto geschossen, das da zum Beispiel, ja? Dieses Foto. Ich meine, hier sehen wir ja auch 1, 2, 3, 4, 5, wir sehen hier das Pentagramm. Ja? Es gibt auch Blüten mit 6 Blütenblättern, ja? Also das heißt, spannende mathematische Relationen überall, der gesamte Kosmos, es ist alles auf Mathematik aufgebaut, also sehr, irgendwie sehr, sehr spannend, und daher ist das Datum für mich natürlich auch von einer, naja, gewissen Relevanz, wenn ich es mal so sagen darf. Relevant ist, dass die Herrscherin, nicht die Herrscherin, der Herrscher, schon wieder versprochen, Herrscher des vierten Hauses Sonne am Aszendenten steht, also das heißt auch noch für die nächsten Tage, ja, also solange Spitze viertes Haus im Löwen bleibt, solange bleibt auch die Sonne oder der Sonne am Aszendenten. Das heißt, es dreht sich jetzt sehr viel um die Bevölkerung. Also wir sind jetzt tatsächlich einmal auch der Souverän, wir sind jetzt auch einmal der Chef. Und auf Zwillinge, nicht geraden, auf Sternzeichen Zwillinge auf 11 Grad 35, auf Löwe gerade noch stärker, da sind wir natürlich besonders stolz und leicht verletzt, gar keine Frage. Und ich habe ja im Krebshoroskop von gestern, also Mond im Krebs, habe ich eben gesagt, wir haben diese starke Spannung zwischen Mars-Jupiter-Konjunktion und Mond. Hier hat diese Spannung schon nachgelassen, aber das gestrige Horoskop gilt dann eben bis Freitag. Schauen wir mal, was bei heraussieht. Würde mich selber interessieren, würde mich selber überraschen, wenn ich da in diesem Zusammenhang etwas vernehmen könnte. Was vernehmen wir im Zusammenhang mit den Stadtzipaten? Herrscher des 10. Hauses Uranus eingeschlossen im 12. Haus inmitten einer Halbsumme. Naja, und auch für die gilt natürlich jetzt, ja, erfinderisch sein, Einfälle haben. Ja, das haben wir im zweiten Teil, glaube ich, schon kurz besprochen, dass eben in dieser Zeitqualität sehr großer Erfindungs- und Ideenreichtum leider auf deren Seite ist. Und wir sehen auch, dass die Spitze des 6. Hauses, ja, Frostschutzthema, die Venus hier daran beteiligt ist und, gut, eingeschlossener Herrscher von 12 ist jetzt nicht so maßgeblich, aber das gesamte Land in diese Trickserei, weil hier ist die Aussage wieder eine ganz andere, in diese Trickserei, weil das ist eine Trickserei, im 12. Haus eingeschlossen. Das heißt, wir erkennen hier, dass die Stadtzipaten etwas im stillen Kämmerlein aushecken. Und so wie es ausschaut, sind sie dabei, 5. Haus, ganz schön kreativ. Ja? Ganz schön kreativ. Für uns ein kleiner Wermutstropfen ist das falsche Wort, ein kleines
Plus, also Wermutstropfen ist ein, im negativen Bereich gemeint, für uns sozusagen ein Bonus, dass der Merkur noch bis am Freitag um 10 Uhr und eine Minute rückläufig sein wird. Kurz davor ist er natürlich stationär, aber am Freitag ist er dann wieder direktläufig. Das heißt, wir sehen hier irgendetwas, was Ihnen noch nicht gelingt, und wir hoffen, dass es dann auch so bleiben wird. Dass es dann auch so bleiben wird. Ja, wir haben dann noch eine zweite Halbsumme, wo das ganze Land, Merkur und die Stadt Sibaten beteiligt sind, über den Mondknoten. Vielleicht errate ich das Symbol Mondknoten dieses Mal richtig. Schauen wir mal. Ja, beim letzten Mal ist es mir leider nicht gelungen. Ich gehe schon mal mit dem Daumen prophylaktisch her, dann kann ich es nicht mehr verwechseln mit dem Medium Zöli. Da, ja, da ist der Mondknoten. Hier haben wir Merkur, Uranus. Also Scharfsinn, Genialität, Intuition, revolutionärer Geist, also da tut sich was. Und hier steht, schauen wir noch, wo haben wir das? Hier haben wir es, genau, haben wir es. Ich musste immer herumkreisen, bis wir da genau vor dem Objektiv sind. Anregungen geben und Anregungen empfangen, mit anderen neue Ideen verwirklichen wollen. Überraschende Nachrichten, Wendungen. Naja, überraschende Nachrichten würden uns natürlich sehr freuen, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit Rücktritten und nicht mehr Nachbesetzungen stehen. Das würde uns natürlich am meisten erfreuen. Wir sehen auch den Saturn als Herrscher des 8. und des 9. Hauses, dass die Stadt Sibaten große Schwierigkeiten haben wegen des Niederganges, des fernen Auslandes. Ferner Osten, Wilder Westen haben große Probleme, und das unterstützt, diese Aussage wird noch unterstützt durch Pluto im 9. Haus als eingeschlossener Herrscher im 6. Haus, wenn er auch rückläufig ist, aber dann heißt es doch, dass hier sehr, naja, mysteriös würde ich jetzt nicht sagen, aber verborgene Krankheiten, naja, vielleicht ist ja noch einiges dahinter. Wir wissen ja, der Drei-Schluchten-Staudamm wartet ja noch, erharrt ja noch der Dinge und der Ereignisse, die da vermutlich, sehr wahrscheinlich sicher kommen werden. Also das heißt, wir sehen hier interessante Entwicklungen, die sich dann natürlich rasant verändern werden. Wir sehen hier mit drei Planeten das 11. Haus ebenso stark besetzt als auch das 12. Haus. Das 12. Haus mit Mondknoten noch ein bisschen stärker besetzt. Das 11. Haus, Neptun als Herrscherin von 11 in 11, steht für große Unsicherheiten, große Unklarheiten im Bereich der verbündeten alliierten Staaten. Ich sage immer im Bereich der Tourismusstaaten oder beziehungsweise der ehemaligen Weichwährungsländer, und wir sehen hier auch große Gereiztheit und Nervosität, denn Jupiter steht für Verträge und Mars steht für Auflösung, und wir sehen, dass sich hier der Mars ja von Jupiter entfernt, also das heißt, im Prinzip ist Verträge und Auflösung auch hier optisch zu erkennen, wo der Mars sozusagen jetzt Jupiter allmählich verlässt, aber die Konjunktion gilt natürlich, ja, nach wie vor, wenn wir uns vor Augen halten, Mars 6 Grad, Jupiter ungefähr 4 Grad, wenn wir die 6 Minuten draufgeben, das heißt ein bisschen mehr als 2 Grad noch Abstand, natürlich gilt diese Konjunktion, aber sie schwächt sich allmählich ab. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ja, was wir auf jeden Fall sehen, ist hier diese Halbsextil-Aspektierung zwischen Saturn, fernes Ausland und Neptun, verbündete Staaten, insbesondere in Europa. Das heißt, wir haben hier eine Art Überlebenskampf, aber auch Neustrukturierung, weil Saturn steht für die Struktur und Neptun steht für dessen Auflösung oder deren Auflösung, weil es ja die Struktur ist, ja feminin, für deren Auflösung. Das heißt, wir sehen hier auch einen Wandlungsprozess im Bereich verbündeter, befreundeter Staaten, eben 9. Haus und 11. Haus. Also hier tut sich sehr, sehr viel, was man auch aus Mars ablesen kann, Herrscher des 12. Hauses. Und Mars ist auch gleichzeitig eingeschlossener Herrscher wie auch Pluto des 6. Hauses. Das heißt, wir sehen auch hier, dass die Beziehungen zu befreundeten Staaten oder die allgemeine Stimmung beschädigt ist, ja, das können wir hier leicht erkennen, beziehungsweise auch beschädigt wegen des Frostschutzthemas, also wegen der Maßnahmen, die daraus
geschlossen wurden, die daraus erwachsen sind. Wir sehen mit Mond als Herrscher von 2 und 3 Herrscherin im zweiten Haus auf Löwegraden, ähnlich hier wie Aszendent. Wir haben auch gleichzeitig ein Halbsextil, ja? Wie ein Halbsextil, kommen wir gleich dazu. Auch das heißt natürlich etwas. Mond 10 Grad 24, Sonne 11 Grad 35, das heißt, der Mond läuft genau in das Halbsextil hinein, beide aber auf Löwegraden. Löwegrade von 10 Grad bis 12 Grad 30. Also das heißt, auch hier sehen wir, dass Wirtschaft, Handel und Industrie logischerweise nona nicht, ja, vom Geld sehr abhängig sind. Das war jetzt eine zutiefst weise Aussage, bitte gleich notieren unter den 5000 belanglosesten Zitaten dieser Welt. Das heißt, hier sehen wir den wankelmütigen, schwer berechenbaren Mond im Krebs, wo eben die Wirtschaft darunter leidet, dass der Geldstrom jetzt sehr variiert. Also das heißt, wir haben keinen konstanten Geldstrom mehr, sondern wir haben hier starke Veränderungen. Und die werden natürlich planen müssen. Die Wirtschaft wird auf Jahre, auf Jahrzehnte im Voraus planen müssen. Die können nicht sagen, oh ja, diese Woche kriegen wir diese Subvention, dann kriegen wir es nächste Woche nicht mehr, dann kommt da eine Förderung, vielleicht, könnte ja sein oder auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir, dass auch das Finanzsystem von Schwankungen jetzt stark betroffen ist. Dieses Horoskop ist an sich ein Tageshoroskop, aber natürlich die Tendenz zeigt uns auch an den Häuserspitzen, dass dieses Horoskop einen Geltungsbereich vom Mond abgesehen, weil der Mond ist mir zu schnell, aber die anderen Planetenbesetzungen und Häuserspitzen, das heißt, wir haben hier so einen Geltungsbereich zumindest von 17, 18 Tagen, das heißt, wenn hier dann die Häuserspitzen dann weiter wandern werden. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir alles gesehen. Was sagst du? Spitze 6, das Haus, Herrscher von 6, eingeschlossen in 12, aber das haben wir schon mit der Halbsumme bezüglich der Stadtzipaten besprochen, wo sie eben Neues im Schilde führen, wo sie sich etwas Neues einfallen lassen wollen, was das ganze Land betrifft, aber eben über den rückläufigen Merkur sehe ich auch Wachstum, dass es nicht so gut läuft, ja? Auch wenn sie gerne kreativ wären, aber sie sind es nicht. Gut, ich würde sagen, dieses Horoskop haben wir damit ganz interessant abgehandelt. Ja, am liebsten, ich meine, so wie heute mit dem Datumswechsel auf 17.39, das würde ich am liebsten jeden Tag machen, weil es total aufregend ist, ist auch für mich sehr, sehr spannend. Die gestrige Tagesfrage hat gelautet, die nächsten 3 Tage, eben wegen Mond im Krebs, werden emotional im 12. Haus emotional überladen sein, die Menschen werden extrem empfindlich reagieren. Oh, wir, Schreibfehler, wie könnte, habe ich verwechselt, wie könnte sich dies unter künstlich produzierter Hitze in Kombination mit katastrophalen Zukunftsaussichten auswirken? Natürlich ist mir schon klar, dass das so kurzfristig ist, nicht das den großen Knall bringen wird, aber es ist schon interessante Vorspannung, ja, da ist schon was. Vergiftete und Existenzverlierer als brandgefährliche Basis. Naja, wer schon mal, naja, oder hier 22%. Wenn die Vorspannung passt, dann genügt der sprichwörtliche Funke. Die beiden kann man eigentlich zusammenfassen. Ja. 46%. Ich sehe jetzt noch keine Revolution, eher erst im Herbst. Ja, würde ich auch tendieren, aber ich spüre schon sehr viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin kein Hellseher, ja, aber irgendwas, da liegt schon was in der Luft. Man spürt es, man spürt es richtig. 13%. Viele Menschen in meinem Umfeld sind schon mächtig geladen. Ja, das kann ich bestätigen. Der Mond kann durchaus verrückt und unberechenbar machen. Wie gesagt, hier war auch ein Beitrag aus der Gastronomie. Und ich weiß es ja, mein Vater war ja Wirt, wir hatten ein Wirtshaus und er hätte das auch bestätigen können, dass zu Vollmond die Leute ziemlich merkwürdig waren. Ja, die wollten nicht nach Hause, die wollten einfach, die wollten rausgeschmissen werden. Ja. Die Eva schreibt, die Mitläufer werden immer leiser und reden von vielem, nur nicht über das Weltgeschehen. Ich sehe noch keinen Aufwachprozess. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, es läuft schon sehr, sehr gut. Wir sehen ja auch hier im Horoskop, bitte, das muss man auch berücksichtigen, wir haben Aszendent Zwillinge und die Sonne drauf am Aszendenten. Das heißt, hier kommt sehr viel Wissen hoch, aber auch sehr große Kommunikation. Die Annette schreibt, also wenn ich mich so umhöre und umschaue, braucht es vorher schon noch die Keule, die große Mehrheit marschiert im Gleichschritt. Der Erich bezieht sich auf die Jolin. Ich beobachte das schon seit ein paar Tagen mit, ich will nicht sagen Argwohn, aber ein bisschen
würde ich dich bitten, sozusagen, vielleicht könnt ihr euch denn einen Privatchat irgendwie zusammentun. Also Chat, nicht Flugzeug gemeint. Zeitzeuge schreibt, ich habe eine hellsichtige Dame kennengelernt, und wenn man sie fragt, wann es losgeht, bekommt man die Antwort, das ist definitiv dieses Jahr. Ja, gut, das haben wir auch sozusagen so unterm, also auf dem Radarschirm, wenn ich mal so sagen darf. Könnte mich nicht zwischen 1 und 3 entscheiden. Ich sehe nur schlafende Zeitgenossen. Naja, was soll man sagen? Roswitha schreibt, ich wünsche mir, dass alles in Frieden abläuft. Gewalt bringt nichts. Du hast vollkommen recht, Roswitha. Gewalt bringt nichts. Auch im Tao steht drinnen, wer kämpft, versteht nicht. Es ist ja nur ein Befreiungsprozess in uns drinnen, in unserem Köpfchen, ja, in unserem Bewusstsein. Und wenn wir uns einmal auch im Klaren darüber sind, in welchem Jahr wir leben. Ja, ich meine, das ist ein Annäherungswert. Vielleicht ist das auch nicht die allerletzte Wahrheit, aber wir sind jetzt schon mal auf einem interessanten Weg. Ja, dann ist das ein Teil des Erwachensprozesses. Gut, und im vierten und letzten Teil möchte ich dann nochmal ausdrücklich hervorheben, das habe ich eine Zusendung gestern bekommen von Professor Dr. Franz Ruppert, sehr, sehr interessant, was er zu sagen hat, und ich habe dann auch den Link im vierten Teil gleich an oberster Stelle schon angefügt. Gut, das war's, und weiter zum vierten und letzten Teil. Ende.